Social Media Marketing ein Muss im Marketing Mix. Mein Name ist Philipp Zauber, ich bin von der INM AG und Sie schauen website-marketing.ch. Anlässlich der Konferenz vom Schweizerischen Marketing Club Schaffhausen habe ich diese Präsentation im März 2012 gehalten. Es gibt ja heute bereits eine Fülle von Social Networks. Die Frage ist nur, welches brauche ich nun, welches braucht es nicht und vor allem hat es nicht schon lange genug. Vielleicht kurz vorab der Paradigmawechsel, also wie müssen wir umdenken, was ist der große Unterschied vom sogenannten Interruption Marketing, die Unterbrechung, also zum heutigen Attention Marketing. Attention Marketing, das Wort im Bereich Social Media Marketing, es geht also um Aufmerksamkeit. Ich erkläre das anhand eines einfachen Funnels, wie ich überhaupt zu meinen Leads oder zu meinen Kontakten komme. Geht oben los mit Relevanz und Aufmerksamkeit, die muss ich zuerst mal herstellen, ich muss also was schreiben, dass die Leute auch interessiert, was das einen Mehrwert bietet. Da muss ich schauen, dass die Leute überhaupt merken, dass ich hier bin, also ich muss ein Engagement schaffen. Und dann kann es sein, wenn ich das wirklich gut mache, dass es Konversationen gibt, dass ich auch Fans kriege, Leute, die meine Inhalte gut finden und die mir dann loyal gestimmt sind. Community Building, da geht es dann weiter, also wie kriege ich dieses Engagement, das war früher so, einer hat da über News rausgebrüllt, hat funktioniert, natürlich gab es da nie Beziehungen, heute läuft das ein bisschen anders, heute geht es eben so, dass ich Menschen habe, die in der Firma sitzen und über die Inhalte dieser Firma sprechen, die connecten sich dann mit Einzelnen, nicht so einem großen Netzwerk, dem sogenannten inneren Netzwerk und die haben natürlich wieder ein Netzwerk weiter außen dann, also außerhalb ihres inneren Netzwerkes, das äußere Netzwerk und das kann natürlich auch mal, sagen wir mal, im inneren Netzwerk ein Kunde sein oder ein Einwohner oder ein Partner, den erreiche ich relativ einfach, den außen erreiche ich vielleicht nicht, aber die kennen natürlich Leute, die da draußen sind und die werden dann auf das aufmerksam. Unterschied auch hier ist, die Distanz ist sehr groß zum Lead, also bis ich hier mal wirklich ein Lead habe oder sogar einen Abschluss kreiere, ist das viel größer, als ich sage jetzt mal beispielsweise bei Suchmaschinenoptimierungskunden oder bei Kunden, die über AdWords kommen. Aber die Beziehung ist natürlich viel, viel stärker, denn die besteht hier überhaupt. Das sind vielleicht kurz die vier Bereiche im Bereich Community Management und Social Media Marketing, die vier Inhalte. Einerseits Content natürlich, da gibt es die verschiedenen Möglichkeiten, wie das hier jetzt ein Video. Dann muss es im Kontext zu allen anderen Maßnahmen stehen. Wir haben das oft, dass wir auch mit dem Point of Sales oder eben auch mit Print Bereichen dann zusammenarbeiten, das muss durchaus auch passen. Connectivity, das heißt, ich muss verknüpft sein, sonst passiert hier gar nichts von Anfang an. Und die Kontinuität, die muss gegeben sein. Also ich kann nicht mal anfangen und dann im Monat nichts machen, sondern ich muss kontinuierlich dran sein. Nochmal zurück zu unserem Fächer hier. Was kommt in den Mix rein und wie kommuniziere ich auf welcher Plattform? Ganz wesentlich. Ich habe hier noch hier ein Zitat aus einer Studie von Bernet PR und der Fachhochschule Nordwestschweiz. Die drei wichtigsten sozialen Social Media Ziele sind der externe Dialog, Pflege von Image und Reputation, Verbreitung von Informationen. Was mir hier fehlt, ist das Generieren von Kunden, aber offenbar ist das nicht vordergründig. Vielleicht noch kurz, was sind die Networks, die Schweizer einsetzen am meisten. Ich habe mich auf die vier hier konzentriert, Facebook, Twitter, YouTube und Blogs. Vielleicht ganz kurz, Facebook hat ja umgestellt, das sagt man einem dann auch nicht, das passiert einfach von heute auf morgen, man hat lediglich einen Monat Zeit, um sich hier eine neue Wall zu kreieren. Wichtig bei Facebook, holen Sie sich hier ein URL, das ist ganz entscheidend, also irgendwo was facebook.com/inm, Web wie in unserem Fall jetzt, vielleicht geht da der Firmenname noch. Sie ist frei gestaltbar, diese Seite, und es ist halt eben für Firmen und Brands. Das lohnt sich und dann natürlich den Aufbau dieser Seite fördern. Dann haben wir Twitter. Hier ist halt vor allem auch entscheidend, viele Menschen suchen auf Twitter. Man hat hier Suchanfragen in der Höhe von 3 Milliarden pro Tag. Wenn sie nicht gefunden werden mit ihren Inhalten, dann gibt es hier natürlich auch nichts zu erzählen. Klar, suchen so viele Menschen auf Twitter, weil die Meinungen von Menschen sind im Gegensatz zu Google. So schaut so eine Twitter-Fanpage aus, Hintergrund gestaltbar, Logo logischerweise platzierbar und dann die ganzen Geschichten über die Tweets, die ich hier
erledigen kann, wie zum Beispiel Links rausschicken oder eben auch andere antwittern, sogenannte Mentions dann. Auch das muss sukzessive ausgebaut werden. Und ganz wichtig, hier habe ich natürlich auch Links aus diesen Social Networks raus und die bringen mir SEO-technisch auch was. Und Google Plus habe ich nicht erwähnt, aber auch Google Plus hat in der Hinsicht eine gute Wirkung. Dann YouTube. Klar, YouTube ist das größte Portal hinsichtlich Videos online, eine unheimliche Menge. Mir geht es vor allem um das Thema Podcast, mir geht es hier weniger um Werbevideos oder Imagevideos. Da gewinnen solche Jungs hier wie dieser, der Niki Nahiga. Das ist ein Typ, der hat irgendwo um die 4,3 Millionen Abonnenten, Wahnsinnszahl, und 27 Millionen Views, sein bestes Video. Da werden sie nie erreichen. Ich kann Ihnen dann sagen, was sie erreichen könnten, anhand von meinem Beispiel hier. Ich habe Videos seit 2009 auf YouTube, ungefähr 150, mache um einen in der Woche, brauche ungefähr 2 Stunden, er wird natürlich dann auf unserem Blog gepostet. Die Frage ist natürlich, lohnt sich das? Mein Ziel ist natürlich, Leads zu generieren, ich will Geld mit dem verdienen, ich mache das hier nicht, weil ich es gern mache, sondern weil es eben was bringen sollte. Das ist das, was wir bis jetzt erreicht haben, 200.000 Views und 350 Views ungefähr täglich. Nun, die Frage ist, das viel? Und bringt das überhaupt ROI? Dollar, sicher, also es gibt Geld, ich habe mit dem Aufträge generieren können. Es bringt natürlich auch imagemäßig was los und vor allem eben beweist es Kompetenz. Dann das Thema Blogging. Ich habe hier unten einen Blog aufgeführt, damit Sie sehen, wie das ausschaut, das außerhalb unserer Webseite. Aber auch hier ganz entscheidend, wie ich die Inhalte gestalte. Wir haben rund 30.000 Leser pro Monat, ungefähr 1.000 RSS-Abonnenten, das sind Verbündete, das sind die wichtigsten. Wir haben rund 5.000 Facebook-Fans, auf der INM-Webseite sind es heute ein bisschen mehr als 1.000 und eine durchschnittliche Besuchszeit von 1 Minute 32, was sehr hoch ist. Nun auch hier wieder stellt sich die Frage, wie verdiene ich mit dem Ding Geld, also gibt es Call-to-Actions auf so einer Seite, das ist ganz entscheidend, auch wenn Sie so einen Blog erstellen, dass Sie sowas drin haben. Ich habe hierzu, habe ich auch aus der selben Studie ein Zitat drin. Unternehmen sagen, die drei wichtigsten Messgrößen für die Erfolgskontrolle sind Besucher auf der eigenen Webseite, Links oder Followers und Likes, Entschuldigung, oder Followers und eben der Dialog und die Teilnahme. Meine Frage sind, dass die richtigen Messkriterien, sind nicht Abschlüsse, doch noch ein bisschen entscheidend. Bei uns ist jedenfalls so, wir haben 3 Punkte hier drauf. Das erste ist das Logo, das werden dann die Besucher auf der Webseite. Das zweite ist ein Anfrageformular. Unsere Internet-Spezialisten helfen Ihnen gerne. Und das dritte ist dann, sind dann Links auf meine Videos wieder raus, die natürlich dann wieder indirekt Besucher kreieren sollen. Also hier ganz klare Ziele und ich kann mir das auch statistisch dann anschauen. Beispielsweise das INM-Logo hier, ganz interessant, kann mir das anzeigen lassen, wie viele Klicks ich hier drauf habe. Sogar woher das die kommen, ist eine Möglichkeit. Und das Spannende hier, die Besucher, die auf unsere Webseite dann kommen, über dieses Logo, schauen sich 80% mehr Seiten an und sind 120 Minuten länger auf der Webseite drauf bei uns, also das doppelt so lang wie alle anderen. Das sind solche Möglichkeiten, wie so ein Blog ausschauen kann, hier anhand von Schild oder hier Sponsor, Sports Food for You, die auch einen Blog aufgebaut hat. Dann noch ein kurzer Punkt zum Thema Community Management oder wie verbreite ich dann meine ganzen Inhalte. Hier habe ich verschiedene Behälter, ich habe meine Plattform hier in der Mitte, das Topic, das kann ein Blog, das kann eine Plattform sein, das könnte auch noch die Webseite sein, die eigene. Meistens aber nicht, kann auch ein Facebook-Auftritt sein. Und dann kriege ich die Besucher über die Microblogs auf meine Seite drauf. Also ich habe einen Twitter-Channel, ich muss in der Community draußen sein, Blogging-Community, ganz entscheidend mit Kommentaren und so weiter. Dann geht es ums Thema Empfehlungsmarketing. Da, klar, im Bereich Facebook eine entscheidende Plattform. Da kann ich auch mal was mit viralen Plattformen, mit viralen Applikationen machen. Dann die Social Bookmarks, dort soll ich es verbreiten, auch ganz wichtig, generiert auch wieder Links. Der Search-Bereich, ein extrem wichtiger Faktor, vor allem wenn es ums Thema Bloggen geht. Dann die Bilder und so weiter, die müssen raus, auch meine Videos, die laufen vorwiegend auf YouTube und nicht auf der Webseite drauf. Das generiert natürlich auch wieder Views.
Und dann habe ich eben zu guter Letzt dann die Webseite irgendwo ein bisschen draußen, und das war das Thema, das wir vorher hatten. Die Distanz ist relativ groß im Social Media Bereich, aber wenn ich die Menschen hier mal an mich gebunden habe, die Beziehung habe, das Vertrauen habe, dann ist eine Chance für einen Abschluss auch viel größer. Nun, das wäre das Thema, das wir heute bearbeitet haben. Thema Blogging. Wie baut man einen Blog auf? Das haben wir in der Gruppe im Workshop gemacht. Ich bringe hier nochmals die wichtigsten Punkte. Erstens ganz klar, dass ich das Thema und das Ziel anhand der Keywords und der Blogosphäre erarbeite. Ich muss also schauen, wen gibt es schon, der zu einem ähnlichen Thema schreibt, was überhaupt kein Nachteil ist, sondern dann weiß ich, dass es erstens ziehen könnte, wenn der auch zieht. B, habe ich irgendeinen Mitspieler, sage ich mal, im gleichen Bereich. Und D, eben die Keywords, habe ich hier die richtigen, sind das Wörter, nach denen im Netz gesucht werden. Dann entscheidend der URL, natürlich separat, den muss ich buchen, klar, eine separate Seite, ich würde nie auf meiner eigenen Webseite integrieren. Ein CMS muss ich wählen, logischerweise Möglichkeiten für die Abonnierung schaffen, Möglichkeiten für das Weiterempfehlen schaffen, Hosting ganz entscheidend. Wir bei uns haben es zum Beispiel abgelöst von unserem Hosting, also es ist nicht bei uns gehostet, wo unsere anderen Websites gehostet sind, sondern komplett extern, dann bringen auch Links wieder mehr. Dann Design, wichtiger Faktor, das setze ich logischerweise auf. Die Call to Actions, die müssen rein, das Branding muss rein, muss auch klar erkennbar sein, zu wem der Blog gehört. Und dann so ein Social Proof. So ein Social Proof kann beispielsweise eben sein, 5000 Fans von Facebook. Dann der Analytics Code rein, starten Sie nicht mit einem einzigen Single Post, wenn Sie noch keinen Analytics Code drin haben und das Ganze auch messen können. Das Themensetting, was interessiert die Menschen? Auch eventbezogen das Ganze anlegen. Wer bloggt wann und zu welchem Thema, also nach Wochen das Ganze aufreihen, das ist ganz entscheidend. Und dann kann es auch mal, zu jedem Thema gibt es irgendein Event, weltweite Riesenevents, zu dem man was schreiben kann und das kann man da ruhig einbinden. Wie schreibt man vor allem auch und woher kommen die Besucher? Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ich muss hier schauen, dass ich die Inhalte so wähle mit den Keywords, dass ich von Google mit den richtigen Wörtern gefunden werde. Und so Besucher auf meine Seite bringen kann. Sie sehen hier, bei uns sind das über 75%, die über die Suchmaschine kommen, stellen sich vor, wir würden nicht auf das achten, die würden fehlen, dann hätten wir nur noch ein Viertel der Besucher und das Ding wäre viel, viel schwächer, als es heute eben dann auch ist. Und das sind so die Bereiche, auf die ich achten muss. Titel ganz entscheidend, der entscheidendste Faktor geht dann auch oben in den Titel rein. Ich habe das Bild, das ich vertagen muss und ich habe logischerweise die Inhalte auch mit fett geschriebenen Möglichkeiten drin. Das ist eben das Thema, wie schreiben, wer weiß davon, also wie kriege ich die Besucher drauf. Auch hier muss ich natürlich meine Community zuerst aufbauen, bevor ich dann loslegen kann. Community Building, genau. Und dann Seeding, wir machen eine Seeding-Checkliste. Wir machen eine Seeding-Checkliste. Diese Checkliste beinhaltet eben auch, auf welchen Plattformen ich meine Inhalte dann verbreite. Monitoring, Reaktionen. Schauen, was gelaufen ist, reagieren, analysieren und dann vor allem eben die Optimierung, ganz ein wichtiger Faktor. Das sind eigentlich die Punkte zum erfolgreichen Blog. Ich habe zum Schluss noch die Slide mit Fluch oder Segen zum Thema Social Media Marketing. Die Punkte hier, die drei, vier, Social Media Marketing findet sowieso statt, ob Sie mitmachen oder nicht. Das Tempo ist enorm hoch, das ist vielleicht ein Nachteil. Und zusätzlicher Aufwand muss betrieben werden und ist sicherlich nicht gratis, auch wenn die ganzen Plattformen selber gratis sind. Der Segen dann auf der anderen Seite, es entsteht Dialog, da habe ich natürlich auch eine Möglichkeit, mich mit Kunden unterhalten zu können. Ich sehe, was die brauchen. Die Glaubwürdigkeit ist hoch, weil ich Menschen drin habe, die das erzählen. Das virale Potenzial besteht natürlich, das heißt, die Verbreitungsmöglichkeiten sind auf diesen Plattformen enorm und die Wirkung herrscht durch Relevanz. Wenn ich keine Relevanz habe, habe ich auch keine Wirkung. Das ist die Präsentation anlässlich dieser Konferenz. Für Fragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Ich bin unter anderem über inm.ca oder auf Twitter @psauber erreichbar. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie haben websitemarketing.ca geschaut.